Hello, people! So, willkommen zum Let's Play Super Mario Unendlichkeit. So. Diesmal hatten wir hier gestoppt gehabt. Ja, was heißt denn diesmal? Im letzten Part natürlich. Und ja. So, jetzt haben wir im Testing Track, glaube ich, erstmals ein Wasserlevel, wenn ich mich richtig erinnere. Also ein Unterwasserlevel. So. Okay, hier brauche ich einen blauen P-Switch. So, und da unten drängelt sich dieses Rind von Fischviech. Tja, aber du bist da eingeschlossen. Schäm dich. Oder nein, die glitschen sich da irgendwie raus. Scheiße, aber sie sind keine Bedrohung für mich, denn ich kann sie mit der Feder einfach weg. Dingsen, wow, scheiße. Was war das? What was that? Das war ein dämlicher Glitch. So. So. Ach Gott. So, Leute. Mann, Hilfe! So, was ist das hier? Hallo, Pilz. Ja, und ich habe schon wieder zu lange nichts gesagt. Mein Gott, was soll denn das? Fragt sich der Ich. So. Und jetzt müssen wir mit diesem silbernen P-Switch wahrscheinlich zurück durch dieses dämliche Gedöns hier. Gott, das ist gar nicht so einfach. Die Slowdowns waren mir da eigentlich sehr gelegen, eigentlich. Weil ich muss da jetzt irgendwie ohne durchkommen. Wow. Okay, okay. Dann hätten wir das geschafft. So, rein mit dir. Ja, das ist relativ raffiniert gemacht, muss ich zugeben. Diese Stelle gefällt mir irgendwie. Weil das ein bisschen tricky ist. So. Aber nicht unfair. Weil man weiß, was man tun muss, wenn man ganz klein wenig überlegt. So. Okay, und das sind wahrscheinlich Instant-Kill-Matches da. Und sonst wären die da nicht so lila am Dingensbums. So. Nein, ich lass mich nicht töten von so einem dämlichen Drecksfisch wie dir. Nee, nee, nee. Also so einfach kriegt ihr mich nicht klein. Oh nö, hier gibt's ein... Oh, nicht noch so ein Ding. Ah, fuck you. Wir sehen uns gleich wieder an der entsprechenden Stelle von eben. So, Leute, hier bin ich wieder. Und ich habe es geschafft, beide Federn zu behalten. Bin ich nicht gut? Nee, im Ernst. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Ja, aber jedenfalls sind das prima Voraussetzungen, um den Rest des Levels unbeschadet zu überstehen. Aber ich glaube, spätestens hier werde ich was verlieren. Oder auch nicht. So, hier habe ich da die Taktik entwickelt, einfach unten durch. Das hat auch geklappt. Als ich das da bei diesem anderen Abschnitt mit dem gelben P-Switch gemacht habe, da war das sogar ziemlich einfach. Und das ist wohl der Grund, warum ich noch beide Federn habe, dass ich so eine gute Taktik entwickelt habe. So, aber hier will ich jetzt das Leben haben. So. Oh Gott, und hier haben wir erst den Our Midway Point. Ein bisschen Sorge kann das schon einem bereiten. Und noch mehr Sorge bereitet mir, dass wir jetzt diese fliegenden Fischnervensägen haben. Okay. Und kaum kommen die, verlieren wir alle Power-Ups. Das ist ja irgendwie auch typisch. Und woher soll ich wissen, was der Kollege darunter kommt? Oh
Okay, ich hätte jetzt wieder mit einem Viech gerechnet, das da runterfällt. Aber diesmal war der Erkersteller ausnahmsweise mal fair, dass ich das noch erleben darf. Interessant. Mein Gott, und warum stelle ich meinen Wecker nicht wieder an? Ich muss ja wissen, wie lange ich schon aufnehme. Okay, die zweite Hälfte war popel einfach. Midway Point ist ein bisschen doof platziert, möchte ich sagen. So. Den Testing Track 5 werden wir jetzt mit Hilfe von Luigi schaffen, hoffentlich. So, erstmal das obligatorische Power-Up eindecken. Ich glaube, ohne das könnten wir gleich einpacken. Okay, Blume brauchen wir nicht. Blumen sind überflüssig. So. Nope, Hilfe. Wow. Zack. So. Boings. Stirb. Stirb, Kollege. Stier. Ach Gott. Zack. Zack. Ach Gottchen. Das ist, bewegt sich noch alles im relativ humanen Bereich. Es ist also einfacher als das Level zuvor. Mein Gott. Mein Gott. Und diese Plattformen sind aber zu schnell für meinen Geschmack. Da müssen wir wieder Power-Ups holen. Wie immer halt. So, vielleicht muss ich da einfach nur schneller reagieren. Ja, das muss ich natürlich, aber... Aber irgendwas sagt mir, dass das wahrscheinlich nicht so leicht werden wird. Ich kann hier wieder mich der alten Cheaterei bedienen und fliegen einfach. Weil fliegen ist lustig. So. Wow! Wow! Okay, mit der Taktik hat es sogar einigermaßen geklappt, da drüber zu kommen. Ich wollte einfach nur drüber. Und jetzt können wir das Level ganz normal weiterspielen. Oh Gott, nicht schon wieder sowas. Bah, 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 funktioniert aber. Wenn man direkt in der ersten Millisekunde, in der man auf dem Teil landet, gleich drückt. Nur dann klappt das. Ein bisschen gemein ist das schon. So. Oh Gott. Was? Warum haben wir jetzt auf einmal einen Castle-Abschnitt? Ich glaube, die Erklärung dafür ist, dass wir jetzt das zweite Röhrenteil als Boss haben. Den zweiten Röhrenbosskampf. Denn sonst könnte der Hackersteller hier wohl kaum sowas einbauen. Der hat ja keine Custom-Bosse oder irgendwie sowas. Und der platziert keinen Boss-Abschnitt, der kein Boss ist. Und am Ende einfach das Ziel hat. Das hat der Hackersteller noch nie gemacht. Deswegen bezweifle ich stark, dass das diesmal irgendwie der Fall sein könnte. Ich hatte mir insgeheim irgendwie erhofft, dass der Feuerball hier auf der Strecke bleibt. Aber nein, er ist natürlich da. Aber das Level dürfte... Dieser Kampf dürfte hier trotzdem kein Problem darstellen. Im Original war ja auch ein Feuerball. Wenn auch nicht auf so engen Raum, glaube ich. Aber... So... Ist alles easy, schaffen wir. So. Testing Track Nummer 7. Das läuft ja jetzt relativ gut am Schnürchen, möchte man sagen. Also keine großen Komplikationen bisher. Naja, und warum gehe ich schon hier weiter? Ich will zum Testing Track Nummer 7. Der ein Himmelslevel ist. Denn die Level sind ja an die jeweilige Welt angelehnt. Wie gesagt, hier sind wir schon in Welt 7. Ups. Die Bullet Bills, in denen sehe ich eine Bedrohung. Ja, toll.
Ah, hier haben wir Yoshi. Hä? 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 Was? Das habe ich ja noch nie gesehen, sowas. Hackersteller, du willst mich doch verarschen. Also einfach, Yoshis, die Bomben sind. Oder was? Hallo? Ich wollte gerade sagen, sind jetzt in allen Fragezeichenblöcken solche Fake-Yoshis drin? Okay, ich behalte den Peaswitch lieber. Denn ich glaube kaum, dass er den umsonst gibt. Und diese Vermutung bestätigt sich. Okay, da hätte es vielleicht noch Power-Ups gegeben. Ich dachte, das wäre jetzt ein Secret oder irgendwie sowas. Deswegen bin ich hier als erstes hingesprungen jetzt. Okay, verbuggter Midway-Point, aber trotzdem, Midway-Point ist Midway-Point, auch wenn er verbuggt ist. Und deswegen können wir schon mal ein wenig beruhigt sein. Zack. Aber nee, ich bleib dabei, dass diese Level hier überraschend einfach sind, wenn man mal bedenkt, dass eigentlich in einer Special World die schwersten Level eines Hacks sein sollten. So rein von der Logik her. Das war in den meisten Hacks auch so. Aber hier sind die Level der achten Welt deutlich schwieriger als die dieser Extra-Welt hier. Das ist eine Sache, die ich für bemerkenswert halte. Zack. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war jetzt irgendwie nicht absichtlich. Ich will erst mal gucken, was hier ist. Denn das sieht mir jetzt verdächtig irgendwie nach einem Röhrenlabyrinth aus. Aber was ist hier? Hier muss man wahrscheinlich irgendwann zurück oder man kann zurück oder was auch immer. Lol. Was ist das denn? Ich will da nicht rein in diese verdammte Röhre. Lass mich doch endlich mal raus. Haha. Ich weiß jetzt immerhin, was ich hier so ungefähr machen soll. Ich soll hier rein. Dankeschön, Kollege. Dann soll ich da irgendwie runter. Okay. Müsste irgendwie machbar sein, glaube ich, ja. Müsste machbar sein. Müsste machbar sein. Oh, dann werde ich jetzt mal mit der oberen Röhre probieren. Vielleicht bringt die ja mehr. Ja, tatsächlich. Also so eine Art Mini-Labyrinth, das gar nicht so labyrinthartig oder schwierig ist, aber trotzdem. Hallo? Ah, das nervt. Dieses ewige Runtergedingse. Wenn der da auch nur vorbeikommt. Ich glaube, das waren Screenscreen-Pipes im frühen Entwicklungsstadium. Zack. Ach, diese Plattform, die haben wir doch auch lieb. So schön langweilig, wie es hier ist. Nur aufpassen, dass man nicht zu sehr vorspult und in den Mancha reinkommt. Das ist hier die Schwierigkeit, wenn man ungeduldig ist, so wie ich. Zack. Lustig, lustig. Zack. So. Mann. Komm her. Stirb. Zack. Komm her.
mein Gott. Und yes, Testing Track Number 8. Okay. Wir haben aber schon wieder so ein Laber-Dingsbums. Ah so, das sind Instant-Kill-Viecher. Na schön. Ja, wie soll ich das jetzt umstellen? Also, gebe jetzt einfach mal drei Lebensdinger. Ah, das war dämlich. Mein Gott, ich hab da doch nicht mehr im Kopf, dass da Lava ist. So. Aber das letzte Testing-Track-Gedöns hier machen wir noch. Da können die mir sagen, was ab heute. Ich will das machen. So. Ich werde jetzt mal gucken, was hier ist. Das haben wir nämlich eben vergessen, glaube ich. Zack. Also hier haben wir so ein Auswahlspielchen. Man hat hier zwei Wege, die man nehmen kann, oder wie? Oder, ach so, nee. Man muss hier sogar alle Wege nehmen. Weil jetzt haben wir das Gelbe und hier haben wir wieder das Türenspielchen, was wir schon relativ oft hatten. Mein Gott, Pflanze, du nervst. Habe ich dir das schon mal gesagt? So. Zack. Aha. So, und jetzt haben wir hier das Gelbe. Also, das tötet mich. Ich dachte, ich muss da noch irgendwie ran oder sowas. Ja, und das ist auch gemein. Einen einfach so direkt in der Gefahrenzone in einem neuen Raum aussetzen. Dankeschön, Spiel. Okay, hier beginnt es jetzt zumindest ein bisschen knackig zu werden. Hä? Leute, wie soll ich denn das hier machen? Na so, irgendwie. Okay, die Stelle war schon ein bisschen tricky. Ach nö, ich hasse Kamek. Fort mit dir. Du sollst sterben. So, ich rush jetzt ein bisschen durch. Weil ich keinen Bock auf Kamek habe und möchte, dass er möglichst schnell verschwindet für immer. Ach, nicht schon wieder. Nicht diese Homing Bullet Bildviecher, die hasse ich auch ab und tief. Yes! Wow, wow. Boah, was ist das? Okay, ich nehme die Herausforderung an. Ja, aber nicht, wenn der da direkt in die Lücke springt. So schaffst du das Level nie, Mario. Aber ich krieg dieses Level noch hin, Leute. Ich sag ja, im Vergleich zu diesen ultralangen Levels ohne Midway Point geht das ja alles noch. Okay. Wie schon vermutet, kommt man dann da oben aus der Röhre raus. Denn ich hatte eben keinen Bock auszuprobieren, ob man da rein kann. Weil mir das zu gefährlich aussah. Aber ich kann man verstehen, wenn man da ein Ding ins Mumps jumpen müsste, um da überhaupt hinzukommen. Zack. Zack, zack, zack. Mein Gott, das ist schwieriger, als es aussieht. Eigentlich ist das Popel einfach hier. So. War es das jetzt? Wäre schön, wenn das Level jetzt vorbei wäre. Und ja, das war unvorsichtig. So. Ach du heiliger Kot. Okay, auch das sieht schwieriger aus, als es ist.
Man kann ja also Entwarnung geben. Okay, und die Pflanzen tun außer doof hochzugehen nix. Von daher sind die keine Bedrohung. Okay, jetzt verändert sich auch mal die ganze Kulisse. Was? Und jetzt sind alle Wege versperrt. Wie asozial ist das denn? Das heißt, wir haben ja Bowser's Base und das ist so ein Final Level. Na lustig, und ich darf hier noch nicht mal Power-Ups holen. Na gut, Leute. Das war's dann von mir. Bis dann, Tschüssikowski. In einem Final Part werden wir das ultimative Final Level Bowser's Base machen. Bis dann, tschüssi.